Wenn es um Daseinsvorsorge geht, müssen sich vor allem ländliche Regionen etwas einfallen lassen, um interessant oder im Gespräch zu bleiben. Nur allein Ruhe und ländliche Idylle zu versprechen, reicht nicht mehr aus. In Seifersdorf, einem Ortsteil von Jahnsdorf, hat man das mit Hilfe der ländlichen Entwicklung zumindest ein Stück weit geschafft. Im Rahmen der ILE-Förderung von 2007 bis 2013 ist hier ein Themenweg zur Ortsgeschichte entstanden. Er nimmt Bezug auf die ganze Entwicklung, dass so ein Dorf gelebt hat. Wir hatten hier eine Post, wir hatten hier eine Feuerwehr, wir hatten eine eigene Schule, ein eigenes Rathaus, eine Mangel, die sogar noch funktionstüchtig ist. Und dies haben wir dargestellt, um der Nachhaltigkeit Rechnung zu tragen. So ein Dorf hat homogen gelebt. Es hat voneinander partizipiert, die Landwirtschaft, die städtische Entwicklung, der Bergbau. Alles Ausdruck dessen, dass vor Jahrzehnten auch in diesem Gebiet etwas mehr Leben zu Hause war. Doch mit der Zeit kamen die Veränderungen. Abwanderung und Schließungen waren an der Tagesordnung. Die Zeugnisse längst vergangener Zeiten leben damit aber weiter. Eine große Aufgabe für den Dorfverein, dessen stellvertretender Vorsitzender Wolfgang Winkler ist. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, also der Dorfverein Seifersdorf Erzgebirge e.V., und wir tun eigentlich, will so sagen, sämtliche Einnahmen, die wir haben aus Veranstaltungen, Maibaumsätzen, Vogelschießen oder sonst was, wirklich in den Topf. Aber diese Einnahmen reichen nicht aus, um so einen Weg zu kreieren. Und deshalb haben wir den Fördertopf angezapft. Wir hatten wirklich das Glück, dass wir auch in diese Fördermaßnahme reingekommen sind. Und demzufolge wurden zu 75% wurde das hier Vorhaben gefördert. Das bedeutet also, um eine Zahl zu nennen, wir haben ca. 5.000 Euro über die ILE-Förderung in diesen Weg stecken können, um nachhaltig hier darzustellen, was eigentlich mal so ein Dorf konnte und was so ein Dorf dargestellt hat. Entstanden sind 16 einzelne Standpunkte mit Mahnmalen, ehemaligen öffentlichen Einrichtungen sowie Schule oder Post und auch Bergbau oder das wirtschaftliche Leben. Nachzulesen und zu entdecken, vor allem entlang und beidseits der Dorfstraße. Als Ruheständler habe ich die Zeit, um mich da reinzuknien. Und man muss ja sich bei der Formulierung und so, naja, auch vieles einfallen lassen, um das wirklich der Kommission glaubhaft rüberzubringen, dass das in gewissen Sinn und auch Nutzen nachhaltig bringt. Und das ist uns gelungen, sodass wir, um nur eine Zahl zu nennen, rund 5.000 Euro für dieses Vorhaben über ILE-Förderung beziehen konnten. Geld, das im Bereich Daseinsfürsorge locker gemacht wurde. Ein Bereich, zu dem auch in der aktuellen Förderperiode wieder Vereine und Institutionen aufgerufen sind, Anträge zu stellen. Ein Weg, der sich lohnt, sagt Winkler, der gleichzeitig auch stellvertretender Vorsitzender der aktuellen LIDA-Aktionsgruppe ist. Wir merken auch, dass sogar Schulklassen, Gymnasium Stolberg oder auch hier Wandergruppen oft an diesen Schildern stehen bleiben. Also ist ja die Bedeutung, oder das wurde angenommen, um das ganz einfach so darzustellen.